Hi, ich bin's Jens. Ich wollte noch ein kurzes Update zu dem geben, was jetzt momentan hier so stattfindet oder eben nicht stattfindet. Ich sag mal, wir bewegen uns ja gerade weltweit in einer Situation, die vielleicht in dieser Form einzigartig ist bisher. Und ja, und hat halt Auswirkungen auf uns alle, ne? Also auf mich genauso wie auf euch. Sei jetzt Ausgangssperren oder ähnliche Geschichten, je nachdem, in welches Land man guckt. Oder eben geschlossene Firmen, geschlossene Fabrikhallen und so weiter und so fort. Was mich betrifft, all meine Vorbereitungen bezüglich Motorrad und Co. und natürlich Motorradreise, die sind natürlich jetzt einmal komplett über den Haufen geworfen, ne? Über mehr braucht man hier nicht diskutieren. Gab noch vor 3, 4 Wochen, habe ich noch so ein bisschen überlegt, wo ich gesagt habe, okay. Wie sieht's aus? Wo kann ich durch? Kann ich meinen Plan vielleicht ändern? Aber Stand jetzt macht es halt keinen Sinn mehr. Ne? Und insofern fällt auch für mich dieses Jahr die Reise flach. Aber nichtsdestotrotz wollte ich euch wenigstens zeigen, was ich bisher eigentlich gemacht habe, wie weit ich mich vorbereitet habe, bezogen auf das Motorrad. Und wird euch die Accessories, wie es immer so schön heißt, die Anbauten, die ich so gemacht habe, ist keine wilden Sachen, aber zumindest die Sachen, die ich persönlich als notwendig erhielt. Ja, einfach mal vorstellen vom Prinzip her. Ja. Insofern, lass uns einfach gemeinsam mal durchgehen. Ich hatte es ja vorher in einem vorigen Video schon gesagt, was ich vorhabe. Und im Grunde genommen habe ich auch das schlussendlich gemacht, was ich gesagt habe. Und insofern keine großen Überraschungen. Ja. Gut. Hier haben wir sie. Schlussendlich, was habe ich gemacht? Fangen wir lieber an mit dem, was ich nicht gemacht habe. Bisher habe ich noch keine Erhöhung hier in dem Bereich. Ich habe zwar was gebaut, aber das war bisher noch nicht ganz so clever von der Konstruktion her. Ist beim ersten Ausritt nicht so gut gelaufen. Insofern habe ich hier erstmal wieder den Standard hergestellt. Gut. Ansonsten, was sofort ins Auge fällt, ist ganz klar, sind die Handguards letztendlich. Die sind hier von Acerbis oder so. Keine Ahnung, könnt mir gerne sagen, wie man das richtig ausspricht. Grundsätzlich machen die einen vernünftigen Eindruck. Der Bügel ist komplett, zwar verkleidet, aber eben komplett Metall, durchgängig bis zu allen Anschlusspunkten. Insofern, ja, schöne Sache. Schützt auch vor Wind und Kälte, muss ich schon feststellen, beziehungsweise durfte ich schon feststellen. Sehr, sehr gut, bin ich sehr, sehr zufrieden. Und von der Farbe aus meiner Sicht passt das ganz gut. Ist ein netter kleiner Akzent dazu. Ja. Weiter ist der Motorschutz. Wir haben jetzt hier einen dreiteiligen Motorschutz, also quasi mit 3 Anschlusspunkten. Einmal da, hier unten und dann hier oben nochmal. Schützt halt komplett die Cover des Motors letztendlich. Ist auch von der Givi, italienischer Hersteller quasi. Hat für mich den besten Eindruck hinterlassen. Also es gibt ja auch von der Royal Enfield separate Rammschütze letztendlich. Die sind allerdings bloß 2 Punkt gelagert. Da vertraue ich nicht so sehr drauf. Wenn man da mal umkippt, dann ja, war's das. Die schützen sicherlich auch, aber das vielleicht einmal. Und ich denke, wenn man auf so eine große Tour geht mit allem möglichen Terrain, was man selber nicht gewohnt ist und auch nicht kennt, ja, also ich bin ja jetzt kein Offroad-Fahrer in dem Sinne. Dann ist eigentlich der Umfaller, der Sturz vorprogrammiert. Gut, um einfach bei der Firma zu bleiben, habe ich genauso gut hier hinten in dem hinteren Bereich ein System von derselben Firma genommen, die entsprechend Kofferhalterung eben auch anbieten. Auch hier wieder großzügig über mehrere Punkte befestigt, hier oben quasi über 3 Punkte letztendlich. Und ja, wenn man will, kann man natürlich ein Softrack als solches anbringen. Man kann allerdings auch Koffer, für die ich mich jetzt hier entschieden habe. Ja, für mich hatte ich schon mal, glaube ich, in einem anderen Video gesagt, ich war jetzt schon mal auf Reisen mit letztendlich Taschen in dem Sinne, die auch wunderbar funktioniert haben, die auch im Regen gut funktioniert haben, überhaupt nicht das Thema. Aber dieses Packen von Taschen, das hat mir irgendwie nicht zugesagt. Insofern wird es dieses Mal ein Koffersystem mit quasi festen Wänden und ich hoffe mir einfach, dass ein bisschen
ja, weniger Umstände macht. Keine Ahnung, hinterher ist man immer schlauer. Was man für den Fall machen muss oder ich hier machen musste in dem Fall, ist die Blinker, die normalerweise ja hier oben sitzen, umversetzen quasi nach hier unten. In meinem Fall haben die Kabel zum Blinker nicht ausgereicht. Das heißt, sie mussten auf jeden Fall verlängert werden. Das ist also ja, eine Verlängerung sozusagen eingebaut worden, so damit man die Blinker auch hier hinten in dem hinteren Bereich anbringen kann. Die Blinker selber sind nicht die schönsten, gebe ich zu, aber sie machen auf jeden Fall ein unglaublich helles Licht, habe ich mir schon mal in der Nacht angeguckt. Also insofern ein bisschen Safety-Feature, die werden auf jeden Fall dran bleiben. Ja. Dass man dann hier noch im Set dazu bekommt, ich weiß nicht, ist ein bisschen dunkel, ich weiß nicht, ob man das sieht, ist hier quasi nochmal so eine Schutzblende für den Auspuff. Das heißt, wenn hier oben drüber die Koffer drüber sind, dass die nicht unbedingt gleich direkt die volle Auspuffwärme abgreifen. Gut, hier sieht man auch nochmal, wie weit der Motorschutz vorsteht. Und ich muss zugeben, bei der ersten Fahrt war das schon eine Gewöhnungssache. Ganz einfach, weil ich dort in dem Bereich dann auch immer ja, mit meinen Stiefeln anschlage. Aber es ist jetzt nicht so, dass es unbequem ist. Also es passt schon. Aber wir hätten auf jeden Fall nicht weiter nach außen rausragen dürfen. Ansonsten sind die gut gemacht vom Prinzip her. Man kommt überall an alle wichtigen Teile ran, so dass man auch entsprechend Ölwechsel machen kann und Co., ohne da alles rückzubauen. Insofern erstmal vom ersten Eindruck zufrieden. Ja, kommen wir nochmal zum Heck. Was haben wir hier noch? Ebenfalls aus demselben System heraus. Hier noch eine kleine Toolbox, also für mein Werkzeug. Das Ding finde ich wirklich super, super. Und ich habe erstmal bloß eine gekauft, weil die Dinger echt unverschämt teuer sind. Habe ich zwar günstig gekriegt, aber nichtsdestotrotz im Allgemeinen unverschämt teuer. Und bin am Überlegen, so für den täglichen Ausritt von der Größe her passt da ganz gut was rein. Ne? Kriegt man sein Sandwich rein, wenn man mal auf eine kleine Wochenendsaustour ist. Wenn man da quasi eine zweite Packung hätte, dann ist man ziemlich gut geschützt. Die Dinger sind regendicht, alles schön mit ja, abdichtenden Bändern sozusagen versehen, so dass ich mir ziemlich sicher bin, dass da kein Tropfen reinkommt, wenn man dann alles vernünftig angebracht hat. Was ich feststellen durfte nach der ersten Fahrt, dass man generell alle Schrauben wirklich idealerweise verkleben sollte. Letztendlich ist es halt, ja, ist und bleibt eben ein Einzylinder und der vibriert ordentlich. Insofern, wenn ihr vorhabt, Ähnliches zu machen, dann ja, tut euch selbst einen Gefallen und nehmt von vornherein gleich mal Schraubensicherung dazu. Gut, was haben wir als nächstes? Als nächstes ist hier bloß angedeutet, Tasche liegt leider zu Hause, ist hier nochmal ein Tankrucksack. Ich selber bin jetzt nicht so ein Riesenfan von Tankrucksäcken. Ganz einfach, wenn man so von der Silhouette zum Beispiel auch hier bei der Royal Enfield sieht. Ja, wenn also jetzt quasi hier oben drauf noch ein Tankrucksack kommt, der ungefähr so hoch ist, ja, sieht halt von der Silhouette ja nicht sonderlich schön aus, ne? Aber hier geht es nicht nur um Schönheit, hier geht es eben auch um Praxis. Und ja, für einen eintägigen Ausritt zum Beispiel ist sowas schon nicht schlecht. Also, ja, mal gucken, kann ich noch nichts fühlen, noch nichts zu sagen, habe noch keine Erfahrung. Fakt ist aber, hier gibt es ein Schnellschlusssystem, das heißt, man kriegt die relativ schnell rauf, relativ schnell wieder runter. Bin ich sehr zufrieden damit. Gut, was haben wir noch? Ich habe gesagt, auf dem elektrischen Part muss ein bisschen was passieren. Wir haben ja einmal unser Navi-System auf der Seite installiert. Wir haben einen zusätzlichen Handyhalter, von dem ich gesprochen habe, hier installiert. Und wir haben, das ist das Highlight und ja, durfte ich jetzt schon mehrfach ausprobieren, ist super toll. Die Oxford Griffheizung als solche, sieht man auch entsprechend die Kabel dazu. Das Einbauen der Griffheizung war super, super einfach, muss ich zugeben. Insofern keine großen Probleme und sie funktioniert astrein. Hat auch eine eigene Selbstabschaltung, das heißt, wenn man das Motorrad abschaltet und vergisst, sag ich mal, die Heizung abzuschalten, dann schaltet sie sich auf jeden Fall nach einer gewissen Zeit selbstständig ab. Bisher ist es stromtechnisch alles so geregelt, dass alle zusätzlichen Gerätschaften quasi einen separaten Abgang von der Batterie haben. Dazu einen separaten Sicherungskasten. Zu dem Thema kommen wir gleich nochmal.
Ja, und ich will aber trotzdem dann auf Nummer sicher gehen, so dass ich hier keinen Strom drauf habe, dass ich nicht irgendwo Kriechströme zusätzlich habe. Das heißt, es wird also noch ein separater Schalter eingebaut, oben eben Navi, Heizung, Steckdose, die ich jetzt gerade vergessen habe, und Handyhalter, beziehungsweise ja, in Kombination mit der Steckdose, dass ich da keinen Kriechstrom habe. Also da soll ein kompletter Unterbrecher rein. Kommen wir dann nochmal zu dem Teil hier. Grundsätzlich, ich hatte vorher diese ja, Steuereinheit für die Griffheizung hier in dem Bereich eingebaut und hatte dazu auch die Halterung angepasst. Und das war grundsätzlich auch keine so doofe Idee, weil man hier relativ schnell mit dem Daumen rankommt und dann auch beim Fahren recht komfortabel die Temperaturen quasi umstellen kann. Aber mit Tankrucksack und allem drum und dran hat man dann halt feststellen können, okay, man kommt da nicht mehr ran oder man kommt aus Versehen durch die Tasche an die Knöpfe und ähnliche Geschichten. Also interessant wird es erst, wenn man alles wirklich zusammengebaut hat, um dann mal zu gucken, wie sind die Lenkradeinschläge, funktioniert das alles mit den Kabeln, funktioniert das mit den Knöpfen, funktionieren dann immer noch alle, ja, sag ich mal, Notwendigkeiten. Ne? Insofern, das hat eine Weile gedauert und da ja, muss ich schon das ein oder andere Mal was wieder abschrauben und danach wieder anschrauben. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich musste also quasi die Kontrolleinheit nochmal ändern und habe mir dann hier so eine Platte gebaut, quasi, die direkt an dem Lenkerbock verschraubt ist jeweils und dann einen entsprechenden Winkel angebracht. Klar, lackiert mit handelsüblicher Dose aus dem Baumarkt, aber grundsätzlich dafür funktioniert das sehr gut. Ja, ich bin damit zufrieden. Klar, ein Metallbauer macht das 1000-mal besser als ich. Aber ich bin nun mal kein Metallbauer. Hier sieht man das nochmal. Platte von hinten verschraubt quasi durchgängig. Und dann da drüben die Steckdose eingeschraubt. Ja, ja, also ich persönlich bin sehr zufrieden. Ich habe mir hier so ein aus dem Blech quasi hier so ein Fenster ausgeschnitten, so dass ich auch vernünftig Blick auf meine Instrumente habe und bin damit durchaus sehr zufrieden. Sicherlich gibt es gewisse Situationen, wo man nicht immer alles einsehen kann dann, je nach Lenkradwinkel oder Lenkerwinkel. Aber im Gro ist das sehr, sehr gut. Also quasi, das ist ja so die Sitzposition. Man sieht alles. Klar, ich komme nicht mehr mit dem Daumen an die Heizung, aber ganz ehrlich, die Heizung wird einmal eingestellt und dann eigentlich nicht mehr. Zur Heizung selbst muss ich ganz kurz sagen, die Heizung ist echt klasse. Ich habe jetzt keinen Vergleich zu anderen. Ich habe auch noch nie eine gehabt diesbezüglich, aber die ist wirklich Wahnsinn. Ich sage mal, wir haben ja hier, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, Einstelleinheiten sozusagen bis 100%. Ja? Und 100% mit normalen Handschuhen ist wirklich zu heiß. Und selbst jetzt in den letzten Wochen, und in der Nacht quasi Minusgrade hat und ich früh morgens auf Arbeit gefahren bin, so bei, weiß ich nicht, 0 Grad, 1 Grad. Man kann echt mit Sommerhandschuhen fahren, ohne dass einem die Hände abfrieren. Aber man muss auf jeden Fall irgendwo auf 50%, vielleicht, wenn man mal einen Weichei-Tag hat, auf 75%. Aber wärmer auf jeden Fall nicht, das ist zu warm. Vorteil dabei ist, dass man dann immer noch, das habe ich letzte Woche ausprobiert, immer noch genug Luft nach oben sozusagen hat, um eben nicht bloß mit Sommerhandschuhen zu fahren, sondern auch richtige Winterhandschuhe zu nutzen. Also ich habe ein paar Winterhandschuhe, mit denen kann ich eigentlich 5 bis 6 Stunden auf voller Fahrt unterwegs sein, ohne dass ich kalte Hände kriege, also auch ohne Heizungsgeschichten. Aber selbst durch die halt gut wattiert sind und auch ein bisschen dicker sind, dann natürlich nicht so ein schönes Griffgefühl haben, aber auch die lassen die Wärme durch. Also da ist genug Power da, um selbst Winterhandschuhe noch durchzuheizen. Also wie gesagt, damit sehr, 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 sehr zufrieden. Sieht wie gesagt nicht so super toll aus, mag sein. Ist halt auch ein Zusatzgerät letztendlich. Also ist nicht vom Hersteller direkt angeboten. Aber für das liefert die super gute Leistung. Ja. Gut, jetzt habe ich euch gerade quasi den Aufbau da gezeigt. Jetzt auch nochmal mit den ganzen Geschichten dran quasi. Wir haben einmal das Navi. Wir haben, wovon ich erzählt hatte, ein USB-Charger,
der quasi hier in die Steckdose kommt und dann gleichzeitig den Voltstand quasi von meiner Batterie darstellt. Ja, also auf längeren Touren kann man dann wenigstens vernünftig gucken, okay, wird vernünftig geladen, funktioniert alles, ist die Batterie in einem vernünftigen Zustand, kann man halt frühzeitig schon mal für sich registrieren, okay, demnächst könnte ich eventuell Batterieprobleme bekommen. Ja. Und zu guter Letzt haben wir ein Handyhaltersystem, was mich prinzipiell überzeugt hat, weil grundsätzlich gibt es hier quasi so einen Drehpunkt, den setzt man hier auf, ein bisschen mit dem Druck und dann kann man das so drehen und schon ist fest. Also relativ schnell und simpel und wie man sieht, ich würde sagen, das ist ungefähr die Fahrerposition, habe ich einen wunderbaren, guten Überblick über alles, was hier so passiert. Ja, kann die Heizung zuschalten, wird auch innerhalb von wenigen Sekunden warm, also wie schon gesagt, die ist super. Ja, so sieht's aus für den Part. Gut, ich mache mal hier hinten den Bereich auf. Ist ein bisschen Druck drauf, muss ich ein bisschen umsortieren. Das ist jetzt das Bordwerkzeug. Das Bordwerkzeug wandert natürlich hier hinten in die Toolbox. Und wie man jetzt hier sieht, hoffe ich zumindest, weil Silber auf Silber sozusagen. Wir haben hier nochmal eine USB-Steckdose und dann entsprechend darunter verbaut meine Batterie quasi für unterwegs. Das sind, glaube ich, 10.000 mAh. Das reicht auf jeden Fall, um abends die GoPro aufzuladen oder ähnliche Geschichten. Kann man also quasi während des Fahrens laden. Hat einen schönen Punkt hier hinten. Muss sicherlich noch ein bisschen gepolstert werden, quasi hier drumherum ein bisschen weicheres Material. Aber ansonsten sitzt sie hier hinten perfekt. Ja. Ich habe mal einen Koffer angebaut, damit ihr einfach mal sehen könnt, wie das aussieht von der Silhouette her, von der Größe her. Das sind jetzt quasi, wie schon gesagt, Givi Trekker Dolomiti Koffer. Es sind nicht die hauseigenen Royal Enfield Koffer, ganz einfach, weil ich mir Badesysteme angeguckt habe und einfach von dem hier ein bisschen überzeugter war. Hier sieht man auch, wie breit das Ganze dann mal wird. Also jetzt bloß mit einem Koffer ist klar, aber grundsätzlich, wie breit das Ganze wird. Ja, kommt halt schon ein bisschen was zusammen. Ne? Ansonsten, die Dinger haben 36 Liter, da passt einige rein, da kann ich also quasi mit meinem gesamten Hausstand fahren. Ist sicherlich immer eine Frage, wie man sich vorbereitet, was man also so mitschleppt, in welcher Form. Von meiner Seite her, glaube ich, habe ich mich viel zu großzügig vorbereitet, sagen wir mal so. Also wir haben quasi zwei solche Koffer, plus dann obendrauf nochmal einen, ich glaube, 40 Liter wasserdichten Sack quasi, den man hier oben drüber spannen kann, wo von meiner Seite her die ganzen Zeitgeschichten und so weiter und so fort reinwandern. Und ja, danach bin ich, glaube ich, wunschlos glücklich. Dadurch, dass ich meine Werkzeuggeschichten hauptsächlich alle hier reinbekomme, nichts großartig ansonsten mit habe. Über Werkzeug kann ich sicherlich nochmal ein Video machen. Was plane ich theoretisch mitzunehmen, wenn denn dann irgendwann mal die Reise stattfindet. Ja, aber bin ziemlich zuversichtlich, dass ich da so gut wie alles reinbekomme. Gut, jetzt nochmal zu den Koffern. Die Koffer selber, warum habe ich mich für diese hier entschieden? Oh, falscher Schlüssel. Warum habe ich mich für diese hier entschieden? Ist ganz einfach, weil die Royal Enfield Koffer als solches mir persönlich nicht so zugesagt haben. Ganz einfach, weil viele Punkte waren, die jetzt so ein bisschen, ja, wo die Nähte sozusagen von der Alu-Kaschierung nicht so besonders schick ausschauten, waren viele scharfkantige Sachen dabei, die ich persönlich jetzt nicht so toll fand und die mich letztendlich dazu veranlasst haben, lieber auf diese hier zu gehen. Abgesehen davon habe ich die kompletten Anbauten von der Givi-Firma sozusagen, alles was ich verbaut habe, also quasi auch hier vorne meine Halterung, genauso wie die Halterung hier hinten plus allem drum und dran, in einem Gesamtpaket bekommen. Direkt aus Italien bestellt, wo
ja, ich sage mal, im Vergleich zu dem hiesigen Markt hier in Deutschland locker mal 300 Euro gespart habe. Insofern, ja, war der theoretische Mehrpreis für dieses Koffersystem im Gegensatz zu dem Royal Enfield System sofort eigentlich wieder wett. Gut, kommen wir zu den Koffern selber. Den Koffer selber, hier ist es halt wirklich so, wie schon gesagt, lichttechnisch ist das nicht so toll, Entschuldigung. Wir haben halt hier, da wo also quasi die Alu-Bereiche zusammengenietet sind und ähnliches, sind logischerweise Kanten, die sind hier alle schön abgedeckt, schön abgesichert. Alle Verstärkungen, die hier drin sind, sind abgerundet, sind keine scharfen Kanten dran. Das ist, aus meiner Sicht ist das super, wie gesagt, ich habe da nicht so viel Erfahrung, aber es ist auf jeden Fall deutlich besser als das, was ich bei der Royal Enfield oder bei den Royal Enfield Koffern gesehen habe. Ansonsten, Schrauben sind vernünftig abgedichtet, auch nach außen hin. Die Schrauben hier im Inneren sind vernünftig abgedeckt, also so, dass man auch das Zeug, was man da reinschmeißt, dann idealerweise halbwegs vernünftig gesichert hat. Ne? Also nicht, dass man das hier reinstopft, irgendwann kommt man ja mal dazu. Und dann reißt man beim Rausnehmen das alles auseinander. Gut, ansonsten sind die Koffer, zumindest aus meiner Sicht, relativ einfach abzunehmen. Hier gibt es auch noch so ein kleines Hilfstool, quasi, womit man diese Ringe hier quasi drehen kann, ohne dass man sich die Finger verwurstet sozusagen. Das heißt, kann man hier aufsetzen, mit einer Hand, ein bisschen schwierig jetzt. Und dann dreht man das einfach hier lose und schon ist quasi eine Halterung raus. Muss man hier ein bisschen gegendrücken, damit er mir nicht gleich entgegenkommt. Dann hat man hier quasi die andere Seite, die bei mir gerade ein bisschen stramm sitzt. Da muss ich nochmal gucken, woran das liegt. Und schon kann man hier quasi den Koffer abheben. Ne? Ich jetzt hier also quasi den Deckel mal drauf mache, um ein bisschen Stabilität reinzubekommen. Dann kann man quasi hier einfach den Kram abheben und schon ist gut. Ja, dann hat man einen netten Sitzplatz oder halt einen Tisch, je nachdem, was man vorhat, ob man im Hotel campt, im Hotel schläft oder ob man draußen campt. Hier unten sind so kleine Einhängeösen. Das hier oben sind die Gegenstücke, die wir gerade rausgedreht haben. Und dann wird es halt wirklich nur hier unten auf den Bolzen aufgesetzt. Also eine ziemlich schöne Sache aus meiner Sicht. Bin damit jetzt schon 200 Kilometer durch die Gegend gefahren, ohne Probleme. Die auch schon mal vollgepackt, also vom Load Management, wie es so schön heißt heutzutage. Also quasi letztendlich von der Balance des Gewichtes auf dem Motorrad war das so gut wie gar nicht zu spüren. Also es hat wirklich Spaß gemacht, also gebe ich zu. Insofern bin ich sehr, sehr zuversichtlich für eine große Reise samt den Giwi-Koffern, die im Allgemeinen einen sehr guten Eindruck hinterlassen, zumindest bei mir. Das war es eigentlich. Mehr will und kann euch ich gerade gar nicht weiter erzählen. Ja. Was habe ich noch vor? Vom Prinzip her bin ich eigentlich fertig mit meiner Vorbereitung, bin hier grundlegend, wenn ich sagen wunschlos glücklich, aber zumindest erstmal soweit zufrieden. Das Motorrad fährt sehr, sehr gut, macht wirklich nach wie vor sehr, sehr viel Spaß. So ein Einzylinder ist halt auch, ja, ist witzig, macht Spaß. Klar, es fehlt ein bisschen die Leistung, gebe ich zu, aber letztendlich, wenn du hunderte von tausenden Kilometern fährst, dann ist dir das, glaube ich, irgendwann egal. Bin mir nicht sicher, fragt mich in einem Jahr nochmal, aber Stand jetzt macht es nach wie vor Spaß. Womit ich nicht ganz zufrieden bin, sind diese Pirelli-Reifen, die hier drauf sind. Und da kommt mir auf jeden Fall jetzt erstmal die Corona-Krise etwas entgegen, weil dann kann ich die nächsten Monate die Reifen hier runterfahren und dann, wenn ich dann mal auf richtige Tour gehe, dann kommen hier richtige Reifen drauf, denke ich. Wieder also da, vielleicht bin bloß ich das, aber ich finde hier kein richtiges Vertrauen in die Reifen. Durch den Wald fahren und so, ja, machen die alles, auf der Landstraße fahren machen die auch, aber ich habe immer das Gefühl, dass auf der Landstraße ich immer so ein leichtes Rutschen habe auf dem Hinterreifen. Vertraue dem halt nicht, aber gut, das kann noch meine persönliche Präferenz momentan sein. Ja. Gut, ansonsten hatte ich gesagt, würde ich auf jeden Fall noch einen Unterbrecher für meine elektrischen Geschichten einbauen und dann war es das fast. Ne? Das Einzige, wo ich noch am Überlegen bin, sind generell die Spiegel, die
Spiegel, weiß ich nicht, die sind groß, ja, aber so richtig Fan von bin ich nicht. Schon mal geguckt, bei KTM eventuell ein paar Spiegel zu nehmen, die dann auch flexibel sind, auch von alleine einklappen und ähnliche Geschichten. Mal schauen, also da bin ich mir noch nicht so sicher. Aber ansonsten bin ich soweit zufrieden. Insofern sich unsere Situation in den nächsten Wochen, Monaten ändert. Mal schauen, zumindest, dass das jetzt erstmal nicht ganz umsonst war. Schauen, dass man hier irgendwie mal rausfährt, eine Runde Richtung Dänemark oder ähnliches dreht, um das Motorrad auch gebührend mal auszufahren. Wenn es soweit ist, sage ich euch Bescheid. Ansonsten, wie es momentan immer so schön heißt, bleibt alle gesund. Und ja, wir werden auch die Krise überstehen. Vielen Dank. Tschüssi.